Jo, wir sind jetzt krass bei der Zirkusdirektorin-Chefin Frau Probst. Hallo Frau Probst. Frage, was soll der ganze Zirkus? Spaß machen. Sie sind voll viel unterwegs in Deutschland. Was ist so die beschissenste Ecke, wo Sie mal waren? Wo Sie sagen, hey, das ist so ein Scheißeck, da will ich nie wieder hin. Das ist außer Ostdeutschland, ja. Ja, also DDR brauchen wir nicht drüber reden, oder? Welche Stadt hassen Sie? Münster. Münster? Ja. Warum? Mag ich nicht. Kulturbanhausen. Münster mag ich überhaupt nicht. Die Zuschauer nix, die Leute nix. Ja, hey, Münster fahren wir nicht mehr. Ja, machen Sie dann einen großen Bogen? Machen wir einen Bogen drum, so, ja. Mehrere Autobahnkreuze, ja. Nee, und erreichen so 20 Kilometer Hassabstand. Fahren Sie manchmal nachts nach Münster irgendwo an so einem Parkplatz, aber einfach nur, um da jemanden auf die Fresse zu hauen? Und lässt man diese einfach leben und leben lassen? Leben und leben lassen, genau. Hier. Ja, okay, dann mach ich. Was sind so die Tricks, womit man das Publikum heute noch total umbatschen kann optisch? Der Heiko, der zum kann zum Beispiel eine komplette Skisocke unter seiner Vorhaut verschwinden lassen. Wäre das was? Also, wir sind ja ein Zirkus, wo arbeitet von 3 bis 99. Ja. Also lass mal lieber den Erkan mit den Ulaanbaatars auftreten, dann kriegen wir die Bude voll. Der kam mit dem Ulaanbaatar-Pfeilchen. Okay. Genau. Zirkus Probst forever. Das Krasse ist, wenn die Zirkus-People rumchecken, dann müssen die logisch auch in die Schule, weil Bildung bremst bekanntlich, und deswegen gibt's auch eine Zirkusschule mit der respektigen Frau Eva. Wie viele Klassen unterrichten Sie? Bei diesem Zirkus Probst eine Klasse mit insgesamt 9 Schülern. 9 Schüler? 3 haben wir jetzt hier. Krass. Aber Heimat und Sachkunde ist voll schwer, weil ihr reist ja immer rum und die Heimat ändert sich ständig. Aber man kann immer da, wo man gerade ist, gucken, was da ist. Was ist so Thema Durchfallen? Gibt es nicht, weil wir keine Noten haben. Nein, Noten auch keine nicht. Noten. Erst zum Abschluss hin. Verweise? Keine Verweise. Hey, cool. Hey, warum geht nicht jeder in die Zirkusschule? Wie schön wäre die Welt? Zirkus. Wie kann man den provozieren? Reizwort, Handtasche. Handtasche. Zum Beispiel, ja, das wäre nicht schlecht, ja. Boah, krass. Nicht halt 70 Kilo, ne? Boah, die Harte. Hey. Aber jetzt machst du das nicht wie beim letzten Mal, ja, dass er da die Hand abbeißt. Also oh, Scheiße. Wetter TV, TV ohne Grenzen, hart am Limit. Ich erhole mich erstmal von dem Alligatorenschock. Stefan, du wolltest doch noch Snoopy guten Tag sagen. Wem? Erkan! Erkan, kannst du mal kommen? Erkan! So, nicht zwischen die Beine! Nicht. Jo, krass, beim Zirkusprobst, der E-Power für euch mit dem korrekten Tierlehrer-Pärchen, der Yvonne und der krasse Knut, die was die Löwen fett im Griff haben. Deswegen check ich gleich zu den Löwen rein. Alles cool, oder? Hey, würde ich gefressen werden, darf die Tür leider meine Kette haben. Jo, 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 hey, von einer Sache zu reden ist das eine, wenn man es dann macht, ist es voll krass, ja? Yeah? Bei euch daheim schaut es wieder voll harmlos aus, ja? Ich scheiß mich gerade korrekt in meinen Trainingsanzug rein. Pass du auf, Beats for the Listeners.
Zimmer.